Hallo und willkommen zu meinem zweiten VH Golf Podcast. So, dank eurer Fragen habe ich spannende Themen für dich heute. Wie genau wird es aussehen mit den Live Golf Spielen? Wird vielleicht die DP World Tour, PGA Tour und Live Tour zusammenkommen und den besten Spielern der Welt große Turniere anbieten? Und welche Spiele werden beim Ryder Cup dabei sein? Um richtig gute Ergebnisse zu schaffen, muss man mit Auslinien und Penalty Areas an der Seite vom Fairway umgehen. So, wie solltest du deinen Ball kurven lassen? Zur Gefahr oder von der Gefahr weg? Sind die Schwungtempo-Apps gut für dein Spiel oder nicht? Wir haben immer wieder die Wahl zwischen einem hohen oder flachen Ernährungsschlag ins Grün. Was ist besser für dich? Und dann, was ist besser für dein Spiel? Das Holz 7 oder ein Rescue 4, aber beide haben einen ähnlichen Loft. Falls dieses Video dich weiterbringt, wenn es dir gefällt, bitte das Video liken und noch besser, werde Abonnent vom VH Golf Podcast. Falls ein bestimmtes Thema dich so richtig interessiert, dann kannst du gerne unter dem Video in der Beschreibung auf die verschiedenen Themen klicken und dann kommst du direkt dahin. Aber natürlich würde ich mich freuen, wenn du das gesamte Video schaust. Live Golf und Ryder Cup. Was sind die Auswirkungen und wer wird gewinnen? So, ich habe über die letzten Tage sehr viel recherchiert. Es kamen große Nachrichten raus, aber gar nicht offiziell. Und das ist nur angeblich. Es könnte sein, dass die drei Tours, also DP World Tour, PGA Tour und Live Tour, gemeinsam 18 große Turniere den besten Spieler der Welt anbieten. Hier wird das Preisgeld anscheinend 20 Millionen sein für jedes Turnier. Wichtig ist, dass die Teilnehmerberechtigung auf Weltranglistepunkte basiert. Nur wie es mit den Weltranglistepunkten gehen sollte, das ist leider noch unklar. Das Ganze ist natürlich den Spielern, die entschieden haben, DPD World Tour und PGA Tour treu zu bleiben, sehr, sehr unfair. Die Live Tour-Spieler, wie du weißt, haben Unmengen von Geld bekommen und jetzt bei der Vereinigung der Tours werden sie wieder profitieren können. Am 29. September findet der Ryder Cup in Rom statt. Der Platz sollte sehr spannend sein mit sehr vielen Wasserhindernissen. So, die Spieler werden immer entscheiden müssen, ob sie angreifen sollten oder nicht. Das ist natürlich perfekt für Matchplay. Brooks Koepka ist der einzige Live-Spieler von beiden Mannschaften, der mitspielt. So, wenn man die Spiele der Mannschaften anschaut und die Spiele vom Live-Tour, wäre es nicht ganz anders, wenn es die Live-Tour nicht geben würde. Es gibt aber für mich zwei große Ausnahmen. Bryson DeChambeau. Warum die Amerikaner ihn nicht gewählt haben, weiß ich nicht. Er hat vor kurzem eine 58 gespielt. Der ist brillant mit seiner Länge. Wäre er perfekt für Lochspiel. Aber vielleicht gibt es andere Gründe, warum er nicht gewählt wurde. Und dann bei den Europäern fehlt auf jeden Fall Sergio Garcia. Nur letztes Mal, beim letzten Ryder Cup, war Sergio Garcia und John Rahm ein Top-Mannschaft und wären auch dieses Mal ein super Paar. Ich denke, dass Spieler wie Ian Poulter und Lee Westwood jetzt etwas zu alt sind, nicht gut genug sind. Und man muss auch bedenken, sie haben ihre DP World Tour Mitgliedschaft selber gekündigt. So, die können nicht meckern. Wer gewinnen wird? Also ich dachte vor ein paar Wochen, das ist eine klare Sache, die Amerikaner werden wieder ganz klar gewinnen. Aber wenn man sieht, wie ein paar der europäischen Spieler die letzte Zeit gespielt haben und wenn man sich bedenkt, also wie stark Heimvorteil sein wird für die Europäer, dann denkt man vielleicht ein bisschen anders. Der Schwede, der junge Schwede Ludvig Åberg, er klingt ganz, ganz spannend. Ich freue mich, ihn zu sehen. Und die Europäer haben natürlich Rory McIlroy. Und bei solchen Events, genau dann spielt er am besten. Das braucht er, diesen Druck, die ganzen Menschen, die ganzen Zuschauer. Und dann ist John Rahm dabei. Ein der Top 2, 3 Spieler der Welt. Und natürlich Viktor Hovland spielt für die Europäer.
Er ist wahrscheinlich der Formspieler der Welt zurzeit. Er gewann die Tour Championship und FedEx Cup gerade. So, Europa hat die Stars. Ob die gesamte Mannschaft, ob das ausreicht am letzten Tag bei den Singles, das werden wir sehen. Aber ich denke, an den ersten zwei Tagen bei den Mannschaftsspielen, da werden die auf jeden Fall zumindest gleich stark wie die Amis sein. Aber am letzten Tag, da könnte es kippen leider. So, für die besseren Spieler unter euch. Es ist wichtig für dich, dass du mit Auslinien und Penalty Areas, die seitlich vom Fairway liegen, umgehst. Jetzt gerade hatten wir alle unsere Clubmeisterschaften. Übrigens, ich hoffe, dass du Erfolg dabei hattest. Bei solchen Turnieren ist das Ball im Spiel behalten absolut entscheidend. Und die Situation wird gerade da grenzwertig, wenn Aus- und Penalty Areas ins Spiel kommen. In diesem Video erkläre ich, ob es besser ist, den Ball mit einer Kurve weg von der Gefahr zu spielen oder lieber eine Kurve Richtung Gefahr. Ein ganz entscheidender Punkt. Jeder erfahrene Spieler sollte meiner Meinung nach folgendes Training unbedingt machen. Es geht um die Flugkurve. Wenn es eine Gefahrseite gibt, die im Spiel ist, mit welcher Kurve solltest du spielen? Solltest du den Ball lieber von der Gefahr wegkurven lassen oder sollte der Ball lieber zu der Gefahr hin kurven? Die Antwort zu dieser Frage werde ich am Ende des Videos dir geben. Aber erstmal werde ich dir zeigen, wie du hier trainieren könntest. Ich zeige dir den Prozess. Und ja, ich habe jetzt nur 4 Bälle. Ich schlage vor, dass du mehrere Bälle benutzt. Am besten hat deine Driving Range eine klare Seite, eine Kante, dann geh dahin und spiele Bälle auf folgende Art und Weise. So, das Erste, was du machen solltest, ist einfach versuchen, einen geraden Ball zu schlagen. Übrigens, wenn ich gerade schlagen möchte, versuche ich beim Abschwingen meine Hände so tief wie möglich zu haben und die linke Seite ziehe ich hoch aus dem Weg. Ich habe übrigens mein Eisen 4 in der Hand. Das ist ein Schläger, den ich oft verwende an engen paar 4 Löcher. So, der Ball macht eine leichte Kurve nach rechts. Und das ist, was typisch bei mir ist, wenn ich links ausgerichtet bin, dann kurven meine Bälle eher so. Wenn ich mich so ausrichte, dann hook ich automatisch, ohne dass ich wirklich denken muss. Aber das würde ich jetzt ein paar Mal machen oder mehrere Male, um zu sehen, was meine Tendenz wäre. Jetzt greife die Linie an, die Kante von der Gefahr an. Und jetzt werde ich bewusst den Ball kurven lassen. Und wie ich das tue, ohne große Längeverlust zu bekommen, ich schaue, dass meine Hände wieder beim Abschwingen sehr, sehr tief sind. Und dann von da ziehe ich nach links, drehe mich mir nach links. So, ich fühle mich auch ziemlich wohl, wenn ich das tue. Da kommt er rein. Ja, es war ziemlich gut. Das Problem, was ich damit habe, da ich den leicht anschneide, habe ich einen leichten Längenverlust, obwohl der wirklich sehr, sehr gut ging. Damit mein Längenverlust nicht groß ist, versuche ich auf die Ebene zu starten. Okay, mach das ein paar Mal. Da habe ich den Ball weg von der Gefahr kurven lassen. Jetzt werde ich den Ball zur Gefahr hinkurven lassen. Nun, die Rechts-Links-Kurve ist meine natürliche Kurve. So, ich werde ziemlich weit rechts von der Gefahr mich ausrichten. Ich ziele jetzt einfach mit der Bahn und lass den Ball zurückkurven. Okay, da kriege ich wirklich Länge mit dem Ballflug. Das ist mindestens 10 Meter weiter gewesen aus der Fade. So, jetzt möchte ich sehen bei dem Ballflug, wie nah kann ich
den Ball an die Kante starten lassen. So, ich werde dieses Mal recht eng starten, also 10, 12 Meter und werde wieder schauen, dass mein Draw kommt. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht flippe und den Ball links ziehe. So, hier ist viel Körpereinsatz angesagt. Ja, und da ich Angst hatte, den Ball ins Wasser zu hucken, habe ich den Ball schnurgerade gespielt. So, die Antwort zu meiner Frage, wo sollte der Ball hinkurven? Es ist abhängig von deiner natürlichen Flugkurve. So, wenn deine Bälle auch rechts-links kurven, dann finde ich, du solltest reichlich rechts von der Gefahr dich ausrichten und ruhig den Ball zur Gefahr hinkurven lassen. Aber gib dir genügend Platz. Wenn dein natürlicher Ballflug eine Links-Rechts-Kurve ist, dann solltest du brav, tapfer genug sein, um den Ball Richtung Gefahr zu starten und den fallen zu lassen. Aber gucken, dass du eher auf der Ebene bleibst. So, beides ist möglich. Von der Gefahr weg oder zu der Gefahr hin. Und ich denke, wenn du das machst, dann kennst du deine Stärken und Schwächen und dann weißt du auch, wie du damit umgehst. Aber bitte unbedingt so trainieren, weil es kann sein, dass ein paar Dinge hier dich überraschen und du lernst und dann weißt du, was du machen solltest im Turnier. Du bist vorbereitet. Falls du von diesem Video profitiert hast, dann bitte abonniere Einstellig Golf. Tschüss. Ich habe eine Frage über die Schwungtempo-Apps bekommen. Oder anders gesagt, in diesen Apps enthalten, gibt es die Möglichkeit, deinen Rhythmus, dein Schwungtempo zu trainieren. Nun, ist diese Schwunghilfe gut oder nicht? Ich sage auf jeden Fall. Tempo- und Rhythmustraining wird total unterschätzt und nicht richtig verstanden, weil Rhythmus oder Tempo und Geschwindigkeit sind eigentlich zwei verschiedene Dinge. So, heute habe ich ein Video gedreht, wo ich erklärt habe, wie schnell der Rückschwung sein sollte, also von der Ansprechposition bis zum höchsten Punkt des Schwunges, wie schnell das sein sollte im Vergleich zum Abschwung vom höchsten Punkt des Schwunges bis zum Ball. Die Profis brauchen im Schnitt eine Sekunde, um diese zwei Teile hinzubekommen. Und es ist super interessant zu wissen, wie lange sie brauchen für den Rückschwung verglichen zum Abschwung. Hallo, ein sehr interessantes, aber wichtiges Thema ist Tempo, Rhythmus. Nun, was genau ist da richtig? Viele Golfer haben das Gefühl oder merken, dass irgendwie der Schwung zu schnell ist. Und was man dann hört, wie manchmal der Golfer selber sagt, also vor dem Schlag, also langsam, langsam. Oder die Mitspieler sagen einander, der Schwung muss langsamer sein. Aber ist das wirklich hilfreich? Weil was man oft dann sieht, übrigens, ich habe mein Fairway-Holz, mein Holz 7 hier in der Hand, was man sieht, ist, dass der gesamte Schwung dann langsam wird und da fehlt Tempo. Irgendwo muss es knackig sein, damit der Ball weit genug fliegt. So, was man auch sieht, ist ein extrem langsamen Rückschwung. Aber dann ist man gezwungen zu schlagen, weil man muss den Ball irgendwie da hinten hinbekommen. So, wenn man über Tempo oder Rhythmus redet, geht es nicht darum, ob der Schwung langsam ist oder schnell. Es geht um das Timing. Und da ist es sehr interessant zu wissen, dass der Pro im Schnitt 0,75 Sekunden braucht von diesem Punkt zu diesem Punkt. Und dann braucht er von hier, von dem höchsten Punkt des Schwunges, zum Treffmoment 0,25 Sekunden. Also das ist ein 3:1 Schwung. Das ist genau richtig. Und was sieht man bei vielen Amateuren? Man sieht 4:1
Oder 5, 1. Und dann stimmt der Rhythmus nicht. Dann stimmt das Tempo nicht. Und dann kommt der Spieler von der idealen Ebene weg. Nur mit einem guten Tempo, mit gutem Timing, ist es möglich, den Rückschwung und Abschwung gleich zu machen. Also, dass die Ebene gleich bleibt. So, ich schlage vor, dass du entweder zählst oder dass du dich aufnimmst. Ich erkläre das gleich. Also beim Zählen, da musst du wirklich das ein bisschen testen. Nehme erstmal einen Schläger, mit dem du gerne umgehst, also wie dieses schöne Fairway-Holz, und zähle. Und was du zählen musst, ist 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da wird automatisch eine kleine Pause hier geben. Das ist gut. Und dann mach das einfach mit Ball. Du wirst erstmal es nicht leicht finden. Ich zähle jetzt laut. 1, 2, 3, 4. Und dann wirst du merken, dass Zehen und der Schwung haben gar nichts miteinander zu tun. Aber machen, machen, machen. 1, 2, 3, 4. Und am Anfang, wenn man das tut, haut man ein bisschen drauf. Und das ist nicht, was wir wollen. Aber nach kurzer Zeit, 1, 2, 3, 4, wirst du erstmal merken, dass da es besser wird, dass die Bälle besser fliegen und dass alles ein bisschen runder ist. Okay, dann würde ich gerne, also wir haben die moderne Zeit mit den Kameras, nehme dich auf und schlag erstmal ein paar ganz normal, ohne zu denken. Dann schaue, was du gefilmt hast. Unter dem Video sieht man die Zeit. Und schau mal, wie lange es dauert von da bis da im Vergleich zu von da bis da. Und dann wirst du sehen, ob dein Rhythmus stimmt. Wenn du siehst, dass der Rückschwung 75% und der Abschwung 25% bis Treffmoment, dann passt es. Aber es kann sein, es wird wahrscheinlich sein, dass du an deinem Tempo arbeiten solltest. Das ist eine super Sache jetzt für dich zu trainieren. Die Wettbewerbszeit geht jetzt langsam zu Ende. Das kann man über Winter wunderbar trainieren und du wirst davon profitieren. Auf Instagram habe ich eine Frage bekommen und ich habe mich total gefreut über diese Frage. Es ging darum, der Spieler steht 30 Meter von der Fahne und bis zum Grün gibt es noch 15 Meter vor Grün. Und danach gibt es 10 bis 15 Meter Grün. Das Grün ist schnell. Und die Frage ist es besser, den Ball vorher aufkommen zu lassen, ausrollen zu lassen oder den Ball bis zum Grün fliegen zu lassen? Wenn du dich unsicher fühlst, ist der Chip and Run, der Bump and Run, wo der Ball flach gespielt wird mit wenig Loft, auf jeden Fall die bessere, sichere Möglichkeit, vor allem im Turnier. Aber wenn du besser werden möchtest, dann musst du beides können. Die Entscheidung darfst du nicht treffen, weil du Angst vor einem bestimmten Schlag hast, weil du Angst hast, mit dem Sandwich den Ball etwas höher zu spielen mit mehr Spin. Die Entscheidung solltest du ihr treffen, weil die Gegebenheiten dir sagen, dass du jetzt den Ball eher flach spielen solltest oder hoch. So, in diesem Video, was folgt, zeige ich dir, wie du es hinbekommen kannst, sicher einen Ball flach und hoch zu spielen mit verschiedenen Schlägern. Das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema für uns alle. Hallo, das ist eine typische Situation. Es gibt noch eine Ecke bis zum Grün und dann gibt es das Grün, das sind noch 7 Meter bis zur Fahne. Und was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt den Ball vorher aufkommen lassen und ausrollen lassen, also den Chip and Run machen? Das ist höchstwahrscheinlich die sicherere Variante. Oder sollte ich den Ball bis zum Grün fliegen lassen, mit mehr Spin? Er sollte ein bisschen schneller liegen bleiben. Auf jeden Fall denke ich, dass wenn du dich nicht wohlfühlst, dass du den Chip and Run ausführen solltest. Dicht am Ball stehen, Schläge sehr aufrecht,
Spitze berührt fast den Boden. Und ja, nur ein 8 Uhr, 4 Uhr Schwung. Ball kommt vorher auf und rollt schön zur Fahne. Das ist wirklich sicher. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass du auch die zweite Möglichkeit machen kannst, ohne Angst dabei zu haben. Viele Golfer haben vor diesem Schlag mit dem Sandwich, ich habe meinen 58 Grad Sandwich, naja, sagen wir so, die haben sehr viel Respekt vor dem Schlag. Interessant, mein Chip-and-Run-Ball hat gewonnen. Ich denke, es ist notwendig, dass du auch diesen Schlag trainierst und ab und an einsetzt, wenn notwendig. Ich will nicht, dass du den Chip machst, weil du Angst hast vor diesem Schlag. Ich möchte, dass du beides kannst. Manchmal ist ein bisschen mehr Flug notwendig, je nachdem, wie die Bedingungen sind. Damit du dann mit Sicherheit kannst, möchte ich dir ein, zwei kleine Tipps geben, die wichtig sind. Bei solchen Schlägen ist es wichtig, dass du mit den großen Muskeln führst. Also das heißt, dein Rumpf, dein Körper, deine Schulter, deine Hüfte, die müssen führen. Ich kenne viele gute Spieler, also Profis, die an ihr Bäuche denken. Der Bauch führt, die drehen den Bauch. Ich sage immer wieder, dass man die Arme bei diesen kurzen Schlägen an den Körper bringen sollte und die sollen auch da bleiben. So ist es mehr körpergeführt, der Schwung. Aber, und das hört man nicht sehr oft, es ist notwendig, damit du wirklich knackigen Kontakt hast, dass die Hände dann auch mitmachen. Beziehungsweise, dass du sie gestattest mitzumachen. Also mein Gefühl ist ohne Handgelenk, aber ich weiß, dass meine Hände etwas mitmachen. So, wenn ich beim Ausholen mich drehe, dann spüre ich, wie der Schläger ganz leicht in den Händen sich bewegt. Also da wird leicht gewinkelt. Und jetzt ist sehr wichtig, was ich gleich sagen werde. Durch den Ball möchte ich die Hände wieder spüren. Und das muss passieren, wenn du den Schläger locker genug hältst. Wenn ich mich in die andere Richtung drehe, dann release ich den Schläger automatisch etwas, minimal, aber etwas. Und das ist notwendig. Warum? Weil wenn ich zu fest halte und die Arme so strecke, dann kann es passieren, dass der Schläger hängen bleibt. Und dann fliegt er ein paar Meter. Das ist ein furchtbares Gefühl. So, damit du die Sohle besser benutzen kannst, ist es wichtig, dass du mit dem Körper führst, aber du musst die Hände kommen lassen. Und meine Endposition ist eher so, nicht so. Ja, der war gut getroffen. Damit kann man leben. Okay, so ein gutes kurzes Spiel ist eine Kombination von Körper und etwas Hände. Beziehungsweise Körper geführt mit lockeren Händen. Falls dieses Video dir was bringt, bitte abonniere diesen Kanal. Ich war heute bei diesem bombastischen Wetter auf dem Platz und ich habe zwei ganz wichtige Schläge getestet. Das war das Holz 7 und ein Rescue 4. Die zwei Schläge haben sehr ähnliche Lofts, sind natürlich vom Schaftlänge anders und auf jeden Fall haben sie unterschiedliche Funktionen und die Frage, welche Schläge ist besser für dich? Ein Holz 7 kann für erfahrene Spieler wirklich Gold wert sein. Hier ist ein Beispiel. Ich habe jetzt zur Fahne 210 Meter oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Ich habe Rückenwind, aber der Ball liegt, ich drücke ihn mal ein bisschen runter, der Ball liegt im Semiraff. Was würde ich sonst für einen Schläger hier nehmen, wenn ich nicht mein Holz 7 hätte? Ich würde wahrscheinlich mein langes Eisen nehmen, Eisen 4. Aber ob ich einen Kontakt schaffe, was ausreichend ist, um diesen Ball, diese Entfernung zu schaffen, und das auch ein Gram dazwischen. Und das Grün ist hart, so ich möchte eher einen hohen Ball.
der weit fliegt, der weich landet. Ich muss irgendwie den Ball von der Lage wegbekommen. Dafür ist dieser Schläger optimal. So, ich mache jetzt den Schlag, schwinge ein bisschen mehr nach unten, als ob es ein Eisen wäre. Spiele den Ball etwas rechts von links von der Mitte. Mit Divot. Der Ball fliegt so hoch. Ins entweder auf dem Grün oder am Grün. So ein Holz 7 ist für solche Situationen wirklich hilfreich. So. Nicht schlecht für 220 Meter vom Semiraf. Ich habe diesen schönen Hybrid- oder Rescue-Schläger vom ProShop geliehen bekommen. Das ist ein Ping Gi 430. Normalerweise spiele ich solche Schläge nicht. Ich bin eher Holz- und Eisenspieler. Natürlich über die Jahre habe ich solche Schläge getestet, aber irgendwie kam ich mit der Form nicht zurecht. Aber natürlich wird so positiv über solche Schläge gesprochen, dass auf jeden Fall das für viele Golfer sehr gut geeignet ist. Bin natürlich offen zu neuen Schlägern und mit diesem Schläger würde ich vom Abschlag spielen und dann vom Fairway. Und ich möchte gerne auch gleich vom Semiraf den testen. Aber normalerweise wäre so ein Schläger ein Ersatz für mein Eisen 4 und ich würde auch überlegen, ihn in die Tasche zu bringen, wenn der Schlag einfacher ist. So. Das war so ein flacher, leichter Hook. Der ist im Spiel. Ich ziele ein bisschen mehr nach rechts. Das ist ein hoher Draw. Das ist mir immer aufgefallen und das sehe ich auch bei meinen Schülern, dass es ziemlich leicht ist, einen Draw zu spielen mit diesem Schläger. So, wenn du ein Hooker bist, bin ich nicht so sicher, ob der gut ist. Aber wenn dein Ballflug gerade ist oder bis nach rechts und du gerne Draws spielen möchtest mit den längeren Schlägern, dann könnte das auf jeden Fall gut für dich sein. Also auf jeden Fall der zweite Ball macht eine sehr schöne Kurve, aber fast ein bisschen zu viel für mich. Und ich hätte auch gerne diesen Schläger, den Ball ein bisschen höher. Gucken wir mal, ob ich das kann. Ah, wieder ein sehr schöner Schlag. Diesmal etwas weniger Draw. Aber so hoch bekomme ich die Bälle nicht. Mit dem Holz 7 konnte ich den Ball höher schlagen. Aber diesen flachen Ballflug ist nicht unbedingt schlecht. Wenn es windig ist, eng ist, dann bevorzuge ich eher einen flacheren Ballflug. Übrigens, dieser Schläger hat 22 Grad Loft, der ist aber verstellbar, also auf 20 oder sogar auf 24. So, jetzt gehe ich zum Raff oder zum Semiraff. So, da ist die 150 Meter Markierung. Bis zur Fahne sind es ja ein bisschen mehr als 200 Meter. Wind, ja, da ist kein Wind. Lage aber ist so, dass ich von hier ganz sicher nicht mit meinem Eisen 4 das schaffen könnte. So, lass uns mal sehen. Hier ein bisschen Eisengefühl, nach unten schwingen, Ballposition leicht links. Der Probeschwung fühlte sich schon gut an. Also der Ball fliegt so gut, ist im rechten Bunker. Oder vielleicht kurz davor. So, also die 200 habe ich hier nicht geschafft. Der Schläger kam durch das Gras, als ob der Ball gut läge. So, das war sehr gut. Aber wieder, ich habe nicht wirklich die Höhe
bekommen. Und ja, mein Carry hat da ein bisschen gelitten. So, mein Fazit. Ich denke, wenn du Schwierigkeiten mit längeren Eisen hast und vielleicht nicht so erfahrene Spieler bist, dann ist ein Hybrid wirklich ein guter Schläger. Der fühlt sich gut in der Hand an. Auf jeden Fall leicht ist es, den Ball zu treffen. So, ich denke, da ist er wirklich ein guter Schläger. Und ich denke, dass du mit einem Rescue 4, 5, 6 auf jeden Fall mehr Länge bekommen wirst als das Eisen 4, 5 oder 6. Aber wenn du länger dabei bist, ein besserer Spieler bist, der von weiteren Entfernungen die Grüns treffen möchtest oder zumindest eine Chance haben möchtest, das zu tun. Und wenn du auch vielleicht eine andere Variante vom Abschlag aus brauchst, statt Driver, dann ist Holz 7 vielleicht die bessere Wahl. Aber auf jeden Fall, beide Schläge sind absolut genial. Und auf jeden Fall haben beide einen Platz in der Tasche. Ob man ein Rescue 4 und ein Holz 7 gleichzeitig in der Tasche haben sollte, da bin ich nicht so sicher. Aber du solltest testen. Danke für das Zuschauen. So, danke, dass du zugeschaut hast. Danke für die vielen Kommentare, die du bis jetzt mir geschickt hast. Freue mich, die geben mir gute Ideen. Ich kann dir, glaube ich, so viel besser helfen. So, bitte hör nicht auf, mir deine Fragen zu schicken. Und ich freue mich, dich nächste Woche wieder zu sehen.